Herzlich willkommen. Voll versaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Montagmorgen, der 27. November. Ich sattel gerade um. Ist sehr, sehr ruhig heute Morgen. Ist eigentlich wie die letzten Tage immer. Immer ruhiger. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt umgesattelt habe, ich sattel meinen Dreiachser auf, dann fahre ich nach Sembach hoch, lade den A29. Ich vermute, der geht nach Hause, ich weiß es nicht. Dann, wie gesagt, alles sehr ruhig. Noch, ja, der große Rand kommt mit Sicherheit noch. Samstag, als ich den Brecher gebracht habe, war schon erste Waschaktion. Standheizung ausmachen, ich schwitze ja. Und es wird jetzt nach und nach. Alles, was fertig ist, wird nicht mehr auf eine neue Baustelle gehen, sondern wird alles nach Hause kommen. Ein Teil wird auch wieder rausgehen, ein Teil wird weiter auf eine nächste Baustelle gehen, aber der Großteil wird nach Hause kommen. Sorry, ich habe gerade ein bisschen Musik gehört, ich habe vergessen, die Kamera aufzustellen. Ja, kommt vor. Gleich da. Fall hier rein. Ich denke, dass der Kollege steckt nicht hier, das ist gut. Und dann bleibe ich vorne hinter dem Wohnmobil. Auf der linken Seite bleibe ich stehen. Sollte passen, sollte keine Einfahrt sein. Kommando, retour. Ich nehme schon den Bagger mit später, aber erst fahre ich jetzt hoch und lade das ganze Werkzeug. Warum habe ich die Fernbedienung an? Weiß es nicht. Vielleicht brauche ich die gleich. Also, der zweite Bagger ist schon weg. Aber das ganze Werkzeug liegt noch hier. Jetzt fahre ich erst hoch, lade das ganze Werkzeug, fahre das nach Hause und dann komme ich wieder hoch und lade den Bagger. So, also ich fahre jetzt hier rückwärts rein. Sorry, ich muss Blinke warnen. Hier rückwärts der Hof rein, stellen uns näher an die Seite. Stein. Thank you.
Nicht. Gut. Also, so schön geparkt hier. ich fahre jetzt wieder raus. Wenn ein Fahrzeug ist hier, das ladet erst noch den ganzen Müll. Seppach auf unseren Platz und dann kommt er wieder her und ladet Werkzeug. Dann kann ich den Bagger laden. Aber ich werde jetzt noch mal anrufen erst und fragen, ob ich so lange warte oder ob ich was anderes mache. Also einmal ums Karree. Stelle ich mich doch rechts rum. Soll ich rechts rum ums Karree fahren? Ja, vielleicht fahre ich rechts rum ums Karree. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Mann. So. So, alle. Es ist kalt draußen. Es ist furchtbar. Es ist halt Winter, ne? Ich hab ganz harte Nippel. Sorry. Bagger geladen jetzt, der geht nach Hause. Dachte, der geht vielleicht noch rüber nach Wolfstein an der Weihe. Baggerfahrer gesagt hat, er braucht da vielleicht einen Bagger, halt noch einen zweiten Bagger zum Laden und zum Ausputzen halt ein bisschen. Dann melde ich mich nochmal. So, kleine Planänderung. Ich hole noch die 736 drüber aus der Werkstatt. Nicht der 736, der 336, der Cut. Ich hab's mit der Zahlen wieder heute. Den Radbagger, den lade ich gerade dann drüben drüber ab und den Cutbagger schleife ich dann mit hier rüber und stelle den hier hin.
einfach stehen oben. Darf mal wieder ein Stück Autobahn fahren. Kaiserslautern, ein Siedlerhof, hol dort ein R29. Aber keinen Plan. Ich gehe stark davon aus, nach Hause. Und dann geht es auch gleich wieder irgendwie auf die nächste rechts raus. Schranke vorne dran, ich weiß nicht, ob die Schranke offen ist. Irgendwo muss der stehen. Und das kalte Wasser, ich glaube, das kommt bestimmt nicht gut. Oh, doch tief, oder? Leck mich am Zügel hier. Hier ist der alte Umschlagbahnhof, war auch früher ein Containerterminalchen. Mal wird einer wach. Hat dann alles dabei, ein Werkzeug. Nur noch Löffel, Cuttings.
haben. Schnell noch ein bisschen die Maschinen hier vom Zaun weg. Bis auf die eine Raupe, die ist tot. Da ist, die kriegt morgen neue Batterien. Was hier unten steht, das ist alles schon gereinigt. Gut, dieser Lieper Leibacke, der wird, weiß nicht, ob wir den hier stehen lassen oder ob wir den noch wegfahren, aber der Rest, das was hier unten steht, das ist alles sauber. Und das was links steht, oben, jetzt hinter dem 969, das ist noch nicht geputzt. Oh, geht richtig schön warm. Hier bleibe ich. Gut, dann machen wir das jetzt so schnell. Fahren wir noch hin. Wir gehen uns daneben hin und dann ist Feierabend. Oh, ich hänge. Hallo, am Mittwoch morgen. Morgen 20 nach 7. 29. November haben wir. Es ist 1 Grad. heute weiß ich von. Kann ich jetzt durchfahren, ja? Heute weiß ich von 3 Transporten, die ich jetzt erstmal mache. Ich bin hier auf dem Weg ins Schweinstal. Den Sandsteinbruch. Dort werde ich. Zuerst, oder beziehungsweise da hole ich, ist nicht der Ampel jetzt rot, aber eben grün, da hole ich jetzt die beiden Maschinen aus dem Steinbruch und fahre die zurück ins Werk. Sorry, ich war gerade nicht bei der Sache. Ja, das ist der Lieper 142 und der Hanomag Radlader. Diese beiden Maschinen hole ich jetzt.
gar nicht retardet beim Rausfahren. Skandal. Schauen wir mal, was jetzt. Maschine, muss ich mal gucken, ob ich das Ding zum Laufen bringe. Was das war, also bist du den ganzen Weg hierher gefahren
Jetzt macht er solche Stimme. Gut. Alter, ich guck mal, ob ich das Ding jetzt zum Laufen bringe. Dann muss ich jetzt mal wieder anziehen. Bremse ist gezogen. Weiß jetzt, warum es so geknallt hat beim Reinfahren eben. Ich hab mal Höhe. Werde jetzt abladen, dann werde ich schnell nach Hause fahren, weil ist Gott sei Dank nur unten. Oben ist er noch gut. Ja, also das muss noch nicht lange sein, wenn der Reifen lange platt wäre, dann wäre der ganz schwarz außen. Alles muss hier erst auf den letzten Meter passiert sein. Ja. Mach jetzt los und dann, wie gesagt, schmeiße ich den wunderschönen Lader runter. Mal gucken, ob ich ein Typenschild finde. Knickbereich. Ölstand, Ölsorte. Was ist denn da oben? Da oben ist was. Da oben ist was. 1800, genau. Das ist 1995. Ich weiß nicht, warte mal, ich muss mal die Kamera drehen. Bei das Bild drehen. So, mal ranholen. Das müsste 1985, wenn ich das richtig sehe. Geil, oder? Fast so alt wie ich. Cool. So, hier haben wir die Kette los. Ah, muss man noch von Hand verriegeln. Ich schneide die Lieferse. Hallo? Keine Ahnung. Machen wir gleich. So. An die Ketten komme ich noch nicht ran. Ah, ich habe mein Handtuch verloren. Gut, also ein bisschen. Das ist schon mal gut. Hochziehen, drücken, habe keine Ahnung. Das hier ist Scheibenwischer, steht hier irgendwo ein Choke oder sowas? Nein, ne? Handbremse ist gezogen. Die Verhebelung. Irgendwas muss ich noch machen. Irgendwas muss ich noch drücken. Aber was? Irgendeiner weiß das bestimmt, ne? Schlüssel reindrücken. Auch nicht. Keine Ahnung. Alles Licht, was ist denn hier? Ich habe den schon mal anbekommen, aber wie gesagt, das ist schon alles so lange her. Er geht auf jeden Fall aus, wenn ich starten will, geht das Licht aus. Ob das richtig ist oder nicht. Choke ziehst du normal, ne? Falls der einen Choke hat. Da musst du den dann drücken jetzt? Ne, auch nicht. Gibt keinen Mucks von sich. Jetzt ist guter Rad teuer. Das gute Rad teuer, das ist die Handbremse. Scheibenwischer. Das hat auch nichts damit zu tun. Das ist Lüftung, Licht.
Lüftung Licht. Batterie. Löffel auf, Löffel zu, Löffel ab, Löffel hoch ist hier. Das ist auch eine Waage drin, cool. Da tut sich nichts. Bremse. Gas an. Muss mal telefonieren. Einen Kollegen habe ich noch, der sich damit auskennt. Augenblick. Ich dachte, der war so, ja. Und ich dachte, der wäre in neutral. Ich soll nicht denken. So, kommen wir hier die Schraubel hoch. Dann mache ich die Kette vorne noch ab. Schneid. Fahr mal die Scheibe runter. Augenblick. Geiles Gerät. So, Kette haben wir los. Der Arm wieder runter ein bisschen. Hey, sagte. Ich gucke die Handbremse. Nichts, vorwärts, rückwärts sollst du fahren. Okay. Alles ist hier. Rückwärts, vorwärts, rückwärts. Ach, wir werden es noch hinkriegen irgendwie. So, gucken, schreiben wir aber doch auch hier irgendwo. Ist er hier? Höre ich ja nicht. Egal. Wir rollen. Erste Kuppel. Ja, aber Gas geht doch. Doch, jetzt geht auch Gas. Mama, ich will den für zu Hause. Cool. Also, Zusammenhänge. Zuerst nach Hause fahren, Reifen wechseln, leider. Und dann hole ich meine Bagge. Bremse. Ist zu. Okay. Au. Moment, wo
muss mal rausfallen hier. So, du hast jetzt hin. Lass ich den komplett runter, wobei nicht ganz. Wenn er jetzt aufsitzt, weil der Wind, sorry, hebe ich wieder ein Stück hoch. Dann nehme ich meinen den da. Keine Ahnung, wie der heißt. Cool. Sorry. Ja, und dann nehme ich hier und drehe das zu. So, ich brauche zwei Hände. Na, es geht. So. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Hier haben wir auch. Ja. Ja, es wird gehen. So. Zu. Ja. Jetzt kann ich nämlich anheben und die Achsen vorne gehen dann mit hoch. Ich heb jetzt wieder an und die Achsen vorne bleiben quasi frei. Ist frei, ist auch sehr gut zum Radwechsel. Das ist wirklich, aber ich glaube, der ist nicht kaputt. Ich glaube, da fällt einfach nur Luft. Andere Seite noch mal gucken, aber normal müsste das auch passen. Jawohl, geil. So, jetzt machen wir noch, hänge ich noch fertig zusammen und dann Radwechsel. 10:30 Uhr. Ich hatte gesagt, ich bin gegen 10:30 wieder da. Ich pack's nicht ganz. Und 10 Minuten brauche ich jetzt noch. Und jetzt ist hier war vorhin, als ich heute Morgen hergefahren bin, war die Ampel für Gegenfahrbahn rot. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fahre ich jetzt hier raus. Und fahre den Weg dahin. Die Reifen waren doch ein Reifenplatzer. Das ist die Flanke innen an dem Reifen. Die Karkasse, die ist weggeplatzt. War wahrscheinlich doch dann das, was man vorhin gehört hat.
zurückgefahren bin, habe ich jede Menge auf dem Parkplatz vor dem vom Kelterswog standen jede Menge gelbe Jacken, orangene Jacken. Ich vermute, dass hier irgendwo eine Treibjacht sein wird in der Nähe. Durch, falls jemand ruft. Hier aus dem Bruch, glaube ich, der Abraum, die fahren dann hier hin, wenn ich das recht weiß, hier den Weg rein und dann kippen die dann irgendwo von oberher kippen die das ab. Ne? So, aber hier ist mein Loch. Sorry. Ich hoffe, es geht noch mal so gut. Steh doch auf der Bremse, Alter, das kann doch nicht wahr sein, oder? Gib einfach Gas. So. Die Straße sind wir weg. Gut. Also. Machen wir schnell. Den ich mal holen sollte. Also ob ich den noch holen soll. Genehmigung hätte ich dafür, aber ich glaube, das hat sich erledigt. Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall, sag mal, so eine bescheidene Fahrerei da rein und raus mit dem Dolly dran. So, leer, diesmal ohne Platze. Weder Reifen noch der Kragen. Da stehen die beiden Schmuckstücke. Fahre ich hier nicht so lieb, lade ein A918, so wie schon gesagt, der geht nach Laudern ins Uni-Wohngebiet. Viertel vor zwölf, vielleicht fahre ich aber jetzt noch Pause machen, wer weiß. Einfacher.
gleich wieder hier rechts raus. Das müsste die Konrad-Adenauer. Ab und zu klappt's. Ab und zu klappt's. Ich will noch die richtige Hausnummer finden und dann ist noch besser. Telefoniererei, ich weiß immer noch nichts. Ich bestehe genau, ja, hier ist, ich weiß nicht, ob man es erkennt, an dem roten Punkt ist die eingegebene Zieladresse, die auch so hier auf dem Auftrag steht, und am blauen Punkt stehe ich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Keine Ahnung, was ich jetzt. Ich halte. Ich bin jetzt am Telefonieren, beziehungsweise ich habe jetzt zu Hause angerufen. Wir haben dann wieder bei LMP und da geht es wieder weiter und da weiter und da weiter und ich warte jetzt halt hier. Was soll ich machen? Irgendwann werde ich einen Anruf kriegen. Einfach hinstellen. Stell den Bagger einfach auf die Straße. Ja, nicht bringen nochmal. Oder die Adresse ist falsch. Kann natürlich auch sein. Könnte ja mal ums Karree fahren, ne? Komme ich hier vorne rum? Gute Frage, nächste Frage. Oder fahre ich rückwärts raus? Ich denke, wenn, dann fahre ich rückwärts raus. Oder? Käme ich herum. Doch, müsste doch reichen nochmal. Da unten ist eine Straße mit, wenn ich das richtig sehe, mit vielen, vielen Verkehrsinselchen. Also Parkinseln. Keine Verkehrsinsel, Parkinsel. Seltsamst, wirklich seltsamst. Telefon. Also eine Grünfläche. Am Haus 18. Och, ich brauch die Brille. Das ist ein Haus 18, ne? Ne, das Haus 19. Das Haus 9. 13. 7. Ihr wollt mich doch verarschen. 15, 17, 19. Sag mal,
15, 17, 19, 21. Was steht denn da hinten dran? 2. Okay, 6. 8. Ich werd noch Nachricht, oder echt. Wo finde ich denn jetzt eine Hausnummer? Also nicht die Hausnummer, sondern das Haus Nummer 18. Da gibt es anscheinend noch verschiedene. 14, 16, 18. Ja, warum? Also ich muss irgendwie wieder raus. Ich bin im... Da bleibe ich hier einfach stehen. Das kann eigentlich nicht weit sein, ne? Ich laufe hin. Ich hoffe, der Akku hält noch. Also. Ich bin eine Nummer zu früh, muss dann die Hausnummer 23, sondern die Hausnummer 18, also beziehungsweise gegenüber Hausnummer 18. Guck mal halt mal. Ja. Und das sieht gut aus. Da kommt einer hergefahren. Passt auch. Rechts auf die Fläche muss ich drauf. Das ist halt nicht auf dem Radbagger für so eine Wiese, bei dem Wetter. Ob das so das geeignete Werkzeug ist, keine Ahnung. Haltestelle hier. Egal, bin ich jetzt durch. Alle Rufagen unten. Aber ich gucke, wie ich da reinkomme. So, da hinten ist eine Ausfahrt. Bleib stehen. Leg nicht ab. Guck, dass ich hier über die. Da hinter dem Kleidercontainer. Aber weiter zurück kann ich nicht, oder? Meter zwei, aber sonst nichts. Beinahe richtig gewesen. So, jetzt gehe ich nicht abhängen und dann fahre ich die Bagger da rein. Weiter kam er nicht. Fahr nach Imsweiler runter an die Brücke und hol den 300er Dose an. Alles nach Hause. Hemm. War das mal wieder ein für mich ein entspannter, ausgelasteter Tag. Hatte ich schon echt lange nicht mehr. Fahrzeit 3 Stunden 30. Ich glaube, so viel Fahrzeit hatte ich die ganze Woche noch nicht gehabt. Danke.
So viel Fahrzeit hatte ich die ganze Woche noch nicht gehabt, glaube ich. Hoppala, sorry.
Zur Hof ist auch schon relativ gemacht. Ist alles viel zu früh, wenn man noch bedenkt, was da noch alles kommt an Backe. Gut, von mir aus. Dann wird es halt nochmal gemacht. Jetzt rein in meine Halle. Backe, wie gesagt, lade ich morgen früh ab. Mach mal Schluss für diese Folge. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch doch irgendwie ein bisschen gefallen hat, seid so lieb, seid so nett, lasst mir ein Like da. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein Abo. Dafür vielen Dank auch fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, Spaß. Haut rein. Ah, ja. Bis denn. Ciao.